Hallo meine Lieben, in dem heutigen Video werden wir die Zeit nur ein wenig zurückdrehen. Die Auswirkung wird aber dafür nicht ohne sein. Cassandra Kruse ist ein Sim, der mir schon immer sehr am Herzen lag. Deshalb möchte ich heute neuen Schwung in ihr Leben bringen. Sie stand bisher nur im Schatten ihrer schönen als auch mysteriösen Mutter Bella. Doch damit ist jetzt ein für alle Mal Schluss. Alle Einzelheiten und welche Rolle ein besonderes Pflänzchen bei dieser Zeitreise spielen soll, zeige ich euch in diesem Video. Bevor es aber losgeht, wollte ich euch kurz auf eine kleine Neuigkeit hinweisen. Denn seit kurzem biete ich nämlich eine Kanalmitgliedschaft an, mit der ihr die Möglichkeit habt, mich und das, was ich auf diesem Kanal tue, zu unterstützen. Durch diese Mitgliedschaft erhaltet ihr nicht nur mein Kanallogo neben eurem Benutzernamen und die liebevoll von mir selbst erstellten Emotes, ihr bekommt auch noch die Möglichkeit, Einfluss auf die Art des Contents zu nehmen, indem ihr an exklusiven Umfragen für Kanalmitglieder teilnehmt. Falls ihr Lust habt, dann klickt doch gerne auf den Mitgliedwerden-Button. Ich würde mich jedenfalls sehr darüber freuen und wäre euch sehr dankbar für eure Unterstützung. Jetzt geht's aber mit dem Video los. Bei dieser Zeitreise werden wir diesmal nur ein kleines bisschen am Rad der Zeit drehen. Mortimer und Bella werden quasi nur um ein paar Jährchen verjüngt, sodass ihre Altersstufen nicht berührt werden. Von der Optik kann man beide so belassen, denn sie werden nicht im Mittelpunkt stehen. Auch Alexander kann so bleiben, wie er ist. Wir werden uns voll und ganz auf Cassandra konzentrieren, denn bisher ist sie viel zu kurz gekommen. Man kann sagen, dass sie von ihrer Persönlichkeit her mehr nach ihrem Vater kommt. Sie ist kreativ und hat eine düstere Seite an sich. Ihre Kleidung ist schwarz und unauffällig. Ihr Look ist der eines Mauerblümchens. Kein Wunder, dass kaum einer Notiz von ihr nimmt, wenn ihre Mutter Bella in der Nähe ist. Wir werden sie sozusagen resetten und zum Beginn ihrer Teenagerzeit zurückbringen. Das klingt im ersten Moment unspektakulär, aber diese Veränderung soll das Familienleben nachhaltig verändern. Wir werden eine neue und wahrscheinlich auch bessere Version von ihr erschaffen. Ihr neues Selbst soll dabei mehr ihrer Mutter Bella ähneln. Und das innerlich wie auch äußerlich, aber ohne dabei eine Kopie von ihr zu werden. Cassandra bekommt die Merkmale düster und kreativ entfernt, welche bisher für eine größere Ähnlichkeit zwischen ihr und ihrem Vater gesorgt haben. Als neue Merkmale bekommt sie gut und ganz wichtig, romantisch. Dadurch haben wir schon mal einen großen Kontrast zu ihrem vorherigen Selbst geschaffen. Als Bestreben soll sie Renaissance-Sim bekommen. Warum? Das verrate ich euch später. Die innerliche Veränderung ist natürlich nur ein Teil ihrer Verwandlung. Äußerlich soll sie jetzt mehr ihrer Mutter ähneln, nur es gilt zu vermeiden, dass sie aussieht wie eine Kopie. Sag lebwohl zu deinen Zöpfen, Cassandra. Es wird Zeit für eine fesche Langhaarfrisur, die auch zu einem Teenie passt. So sieht sie schon toll aus. Make-up darf natürlich auch nicht fehlen. So, was haltet ihr von ihrem neuen Style? Mir war es wichtig, dass ihre Wangenpartie nicht zu sehr verändert wird. Man soll schon noch erkennen, dass es sich hier um Cassandra handelt. Besonders wenn sie grinst, erkennt man sie noch gut, oder? Schnell abgespeichert? Dann können wir auch schon loslegen. Cassandra soll in diesem Szenario ein anderes Wesen bekommen, das auch angelehnt an ihr selbst aus The Sims 2 sein soll. Cassandra lebt, wie zuvor auch, zusammen mit ihrer Familie. Aber sie ist nicht länger die trübsalblasende Trantüte, die mit gesenktem Kopf durchs Leben schlurft. Nein, nein, diese Zeiten sind vorbei. Sie ist nun eine selbstbewusstere Variante ihrer selbst. Ich möchte, dass Cassandra in diesem Spielszenario eine richtige Grusel wird. Und das eben nicht nur durch ihre Optik zum Ausdruck bringt. Sie soll in ihrer Jugend viel flirten und die Köpfe einiger Sims verdrehen. Als Mitglied einer schon fast elitären Familie legt sie einen hohen Wert auf gute Schulnoten und interessiert sich für die Naturwissenschaften, was durch das Ausbauen der Fähigkeiten, Gartenarbeit und Angeln zum Ausdruck kommt. Sie soll später einmal die Karriere als Wissenschaftlerin anstreben, denn in The Sims 2 war sie als auch ihr Vater Mortimer in dieser Karriere tätig und auch sehr erfolgreich. Sie soll deshalb auch als Ziel bekommen, später die höchste Stufe dieser Karriere zu erreichen. Alternativ könnte sie auch Ärztin werden oder, wenn man nur das Base Game hat, Astronautin. Wie ihr gemerkt habt, mag ich die alte Version der Familie Grusel aus den älteren Spielen, denn da waren sie immerhin noch richtig gruselig. Auch hier möchte ich, dass die Familie einen Friedhof anlegt, beziehungsweise alternativ eine Uhrensammlung, aber hier soll das auf eine spezielle Art und Weise geschehen. Cassandra soll als Ziel bekommen, eine Kuhpflanze zu züchten, zu welcher sie dann Sims führt, die dann mit der Pflanze eingesperrt werden.
Für Cassandra und ihre Pflanze ist das doch eine Win-Win-Situation. Die Pflanze bekommt Appetithäppchen und Cassandra ihre Grabsteine bzw. Urnen. Eine Kuhpflanzenbeere zu finden, ist nicht so einfach. Ihr könntet sie aber mit etwas Glück in Oasis Springs im großen Wüstenblütenpark in der Nähe vom Höhleneingang angeln. Ich finde, die Pflanze passt einfach zu dieser Familie, weil sie auch so speziell ist. Mit diesem Szenario habe ich einen Weg gefunden, wie man sie mal wieder in sein Spiel integrieren kann. Und weil das auch für Basegame-Spieler möglich ist, ist das eine super Sache. Ihre Opfer, ihr Futter, sollen gerne auch gut aussehende Love Interests sein. Denn Cassandras Ziel soll es sein, eine Beziehung mit einem Geist zu führen. Sobald sie sich mit ihm angefreundet hat, kann sie ihn darum bitten, einzuziehen. Ein Baby kann sie leider nicht mit ihm haben. Aber da kommt jetzt die ultimative Herausforderung ins Spiel. Damit sie nämlich doch noch zu einem Baby kommen kann, soll sie ihren Liebsten nämlich wiederbeleben. Und zwar mit dem Gericht Ambrosia. Falls ihr dieses Gericht zum Wiederbeleben eines Sims nicht kennen solltet, könnt ihr euch gerne im Anschluss das Video aus der Infobox ansehen. Dort habe ich es ausführlich gezeigt, wie ihr dieses Gericht zubereiten könnt. Das Baby wird sozusagen die große Belohnung am Ende sein, die man sich dann auch hart erarbeitet hat. Spannend, oder? Um den zeitlichen Druck zu nehmen, kann man Cassandra den Saft der Kuhpflanze trinken lassen, damit sie dadurch verjüngt wird und wieder etwas Zeit hinzugewinnt. Ihr Bestreben beschert ihr noch einen kleinen Vorteil, denn durch das Zusatzmerkmal schnelle Lernerin lernt sie alle Fähigkeiten etwas schneller. Und damit sie Ambrosia zubereiten kann, wird sie viele Fähigkeiten ausbauen müssen. Ich hoffe, euch hat diese Zeitreise gefallen. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, wenn euch diese charakterbezogenen Videos gefallen. Lasst gerne ein Like da und abonniert den Kanal, falls ihr dies noch nicht getan habt. Bis hoffentlich ganz bald, eure Marisa.